Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hellblade: Senua's Sacrifice. So, in der letzten Folge haben wir den Feuerboss Sutur, glaube ich, hieß der, ja, haben wir in der letzten Folge gelegt. So, und jetzt will ich mal sagen, jetzt müssen wir eigentlich in den Abschnitt mit dem Gott der Illusionen. Ich weiß nicht, ob wir komplett zurückgehen müssen oder ob wir jetzt da gleich hin teleportiert werden. Das schauen wir uns aber jetzt dann gleich an, würde ich sagen. Druth was a troubled man, a scholar turned slave. They tortured him, took him with them on their raids, drove him to madness, spreading this new form of darkness to new worlds, to my world. Okay, dann schauen wir doch mal. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich jetzt bei den Zwischensequenzen auf jeden Fall die Kamera dann mal ausschalten tue. So, hier ist auf jeden Fall zu. Okay, da ging es aber eh nicht weiter, glaube ich. Hallo? Okay, dann muss ich da vorne raus. Vielleicht komme ich auch von diesem Punkt dann auch gleich zum Anfang. Okay, das ist auf jeden Fall. Senua saw a deep connection form between the Northmen and the darkness. His tales of hell were true. Then that was the source of it. She learned everything she could from him. Ich glaube, ich werde es jetzt mal so lassen, dann könnt ihr die Texte besser lesen. Genau. So müsste es eigentlich besser sein, auf jeden Fall. Kommen hier noch Gegner oder sonst irgendwas? Nee. Okay, ihr seht schon, meine Hand ist schon zur Hälfte in der Fäulnis. Und wie gesagt, wenn es zu meinem Kopf wandert, ist es halt vorbei. Okay, hier sind Opfer, soll ich fokussieren? Geht aber nichts mehr fokussieren. Okay, sieht auf jeden Fall so aus, als wenn hier keine Gegner mehr wären. Also haben wir diesen Abschnitt praktisch komplett durchgespielt sozusagen. It's a serious question. When the illusion of self is shattered, you simply cease to be. Though it may not seem that way to others, you know when it is true. You can feel it. Stranger in your own body. An imposter. And nothing. Okay, ich bin bereits dreimal gestorben. Ist praktisch so ein Counter, der mitzählt. Alles klar. Ich hoffe, es bleibt bei den dreimal. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall. Oh, was war das? Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen vorsichtiger sein. Stop.
Alter! Stirb, du wird sie nicht öffnen. The Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice. And the first giant was born and was named Ymir. The ice continued to drip, and the power of the void gave life to it, and it became a cow whose milk fed the giant. That's right, a cow, but you weren't expecting that. Valravn, ancestor of the seers, and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Follow the path to Valravn and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Okay. Valravn. Der Gott der Illusionen, dann werden wir noch mal schauen, was uns jetzt hier in diesem Abschnitt erwartet. Okay, das mit der Zeit verlangsamen ist wirklich nicht schlecht. Also da kann man schon noch mal in den 10 Sekunden oder was sind noch mal gut Schaden raus, ohne dass man selber was kassiert. Und ich habe so das Gefühl, dass sich unsere Lebensanzeige dann mit der Zeit wieder selber regeneriert. Wir haben halt keine Lebensanzeige. Ich sehe halt nicht, wie viel ich noch, wie viele Treffer ich noch einstecken kann. Aber gut. Man sieht es halt so ein bisschen dann an dem Bildschirm. Der Kampf war schon krass jetzt. Okay, also werden wir viele Täuschungen hier wahrscheinlich erleben in dem, bei dem Gott der Illusionen. Schauen wir doch mal. Da ist auf jeden Fall schon mal eine Art Tür oder sowas. Okay.
illusion hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Okay, ist gerade praktisch bloß eine Illusion gewesen. Okay. Okay, hier ist eine Brücke. What's that? It's a door. No, it's not. Push it. Okay, was hat uns das jetzt gebracht? Wie kommen wir jetzt hier bloß wieder runter, oder? Ah, warte mal. Hä? Was ist das hier? So eine Art Tor oder sowas? Ah. Okay, wenn ich jetzt hier durchgehe, bleibt es offen. Ah, alles klar. It's funny. We all want to see behind the veil, don't we? Okay. Verstehe ich. We mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really there. Sehr, sehr verwirrend. Okay, wir müssen praktisch nach so einem komischen Torenausschau halten, die uns dann anscheinend den Weg zeigen oder verborgene Pfade öffnen, wenn wir durchgehen. Alles klar, und ich glaube, jetzt kommt gleich wieder eine Kampfszene. Ich hoffe, das mit der Kamera passt jetzt so, Leute. Weil sich ja ein paar, ja nicht beschwert, aber ein paar mir so einen Tipp gegeben, dass ich halt das ein bisschen anders machen könnte. Schreibt es mir ruhig mal in die Kommentare, wenn es jetzt so besser ist. Fuck.
Alter Schwede. The Northman will not stop her. She will find what she's looking for. Okay, die Kämpfe werden schon um einiges knackiger, muss ich sagen. Lass mal die Dampfe ziehen. Und dann würde ich sagen, machen wir erst Cut. Cut. Verschluckt. Machen wir an der Stelle einen Cut und schauen uns doch dann in der nächsten Folge an, wo es dann hinter der Tür weitergeht. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über Kommentar, Abo oder auch Like freuen, wie ihr lustig seid, Leute. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.